Jetzt in der kalten Jahreszeit, im Herbst und im Winter, da sind die Fahrräder natürlich alle im Keller oder in der Garage eingemottet und kaum ein Radfahrer wird sich noch auf den Sattel schwingen. Es sei denn, er ist Mountainbike-Fahrer, für die gibt es einfach kein schlechtes Wetter, für die gibt es nur gute Strecken oder schlechte Strecken und die fahren bergauf, bergab auch im Winter. Nur, und das ist die Überschrift zu unserem nächsten Beitrag, auch ein guter Fahrer sitzt nicht immer fest im Sattel. Köln am 6. August 1999. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder André und seinem Freund Thomas Wachholz trifft sich René Kazikowski auf einem abgelegenen Gelände zum Mountainbike-Training. René ist der Anfänger der Gruppe und hält Schutzkleidung noch nicht für notwendig. Er fühlt sich auch ohne ganz sicher beim Fahren. An diesem Tag wollen die drei auf einem extra angelegten Parcours ihre Sprünge perfektionieren. Also was das Faszinierende an diesem Sport ist, also, dass man sich da ständig weiterentwickeln kann. Also da gibt es eigentlich keine festen Grenzen. Man kann immer weiter springen. Bis heute sind die Grenzen nicht erreicht. Das macht den Sport aus. Früher bin ich Marathon gefahren. Und als ich dann zu der Gruppe dazugekommen bin, wo die also gesprungen sind, war es also so, dass ich da der Anfänger war. Aber ich dachte schon, dass ich das recht gut kann, weil die ersten kleinen Sprünge konnte ich auch recht gut. Ich wollte also den Sprung über die zwei Hügel durchführen, weil André und Thomas konnten das also auch. Und den einen hatte ich noch nicht probiert. Ich dachte halt jetzt zum Tagesabschluss ist das genau das Richtige. Als André und Thomas schon weiter vorne waren, dachte ich, okay, jetzt zeige ich es denen mal und gebe Vollgas. Der René, der war halt noch nicht so weit im Mountainbiken, wie André und ich schon damals waren und konnte auch ähnliche Sprünge machen, wie wir schon gemacht haben. Aber ihm hat halt einfach noch die Routine gefehlt ein bisschen und die Sicherheit, um die ganzen Sprünge so vernünftig auszuführen. Und beim Mountainbike-Fahren kommt es einfach darauf an, dass man viel Übung hat, dann nicht zu leichtsinnig dran geht, weil da kann man sich ja sehr böse verletzen. Und dass man einfach nicht mit Übermut an die ganze Geschichte dran geht. Also ich habe auf jeden Fall selber noch sehr viel Respekt immer vor den Sprüngen. Nachdem wir längere Zeit trainiert hatten, ist meinem Bruder noch aufgefallen, dass wir einen Termin in der Stadt hatten. Mein Bruder und der Thomas sind schon losgefahren. Und dann stand ich dann noch etwas alleine da und dachte, okay, jetzt zum Abschluss springe ich doch nochmal den Sprung. Bin dann nochmal zum Hügel zurück. Hey, wo ist denn der Rinne hin? Keine Ahnung. Ja, lass mal wieder gucken, wo der ist. Ja, ne? Ja. Ist er nicht verfahren oder was? Wir waren ja gar nicht darauf vorbereitet, dass der René springt. Und ich habe direkt, als ich gesehen habe, was er vorhat, habe ich mir schon gedacht, er springt jetzt über den großen Sprung. Und ich habe noch gerufen, er soll keinen Mist bauen. Na ja, kein Scheiß, okay? Noch hoffen die beiden, dass René nur einen einfachen Sprung durchführt. Doch René will aufs Ganze gehen. Als ich den gesehen habe, wie er über das Rad geflogen ist, habe ich mir gedacht, oh, hoffentlich ist nichts Böses passiert. Ne? Aber das sah schon ganz schlimm aus. Und halt direkt hingefahren, da muss man sofort helfen. André, was glaubt man hier? André, weiß ich, habe voll die Halsschmerzen. Nee, nicht aufstehen, okay? Ich habe gedacht, er soll sich bloß nicht bewegen, dass wenn er dadurch, dass er keinen Helm anhatte oder nicht richtig geschützt war, um halt das Schlimmste zu vermeiden. Okay, beweg dich nicht, weil du bist voll auf den Kopf geknallt. Ja. Und das sah ganz, Thomas, ganz schön böse aus. Scheiße. Ich fahr vorne hin, ja? Fahr zur Straße. Ja, besser an der Kreuzung. Scheiße, in der Hand. Der Krankenwagen. Thomas hat den Krankenwagen gerufen. Als ich am Boden lag und ich mich nicht richtig bewegen konnte, hatte ich also schon ziemlich große Angst bekommen, weil ich halt meinen Hals nicht mehr bewegen konnte. Und ich dachte, bewege ich mich lieber nicht. Nachher macht es einfach Knacks und ich bin gelähmt. Die Anfahrt mit dem Rettungswagen ist eine echte Herausforderung. Denn das Gelände ist nicht gerade Pkw-tauglich. Aufgrund des René, der mit seinem Fahrrad bei dem Sprung verunglückt ist, macht sich natürlich dann auch der Eindruck ganz klar breit, dass Verletzungen stumpfer Art auf den Körper eingewirkt haben können. Deswegen ist es wichtig, am Anfang für uns die Vitalfunktion zu überprüfen. Ruhig liegen bleiben. Ich gucke jetzt erstmal, wo du was hast. So, jetzt taste ich dich mal ab. Ja. Aufgrund des Unfallhergangs muss bei sowas auch immer von einer Halswirbelsäulenverletzung oder Wirbelsäulenverletzung im Allgemeinen ausgegangen werden. Okay.
am Bein. Kannst du deinen Fuß bewegen, die Zehen hier im Fuß? Ja. Nach der Überprüfung der Vitalfunktion habe ich mich dazu entschieden, ihm eine Halskrause, bei uns Stiffneck genannt, anzulegen, um halt seine Halswirbelsäule zu immobilisieren. Des Weiteren danach natürlich eine möglichst stabile Lagerung auf der Trage, um ihn möglichst schonend zum RTW in den Krankenwagen und dann zum Krankenhaus zu bringen. Dann legen wir dich da drauf, damit wir dich möglichst stabil ins Krankenhaus transportieren können, ne? Ich habe Kopfschmerzen. Kopfschmerzen hast du? Ja. Die Finger und Beine kannst du jetzt auch noch bewegen. Als ich ihn dann gesehen habe und er konnte sich nicht mehr bewegen mit seinem Kopf und so, dachte ich halt wirklich, oh mein Gott, hoffentlich ist da nichts passiert mit der Wirbelsäule. Und hat da schon einen riesen Schrecken am Anfang. Und vor allem auch, wenn es ein Freund ist, kommt es einem ziemlich nah, wenn man dann plötzlich denkt, oh mein Gott, hoffentlich steht er nochmal auf gleich. Klar. Könnt ihr vielleicht unsere Sachen schon mal Richtung RTW holen? RTW habe ich dann den René in unseren Monitor angeschlossen. Ich kann seinen Blutdruck messen. Ich habe seine Sauerstoffsättigung, habe seinen Herzschlag, indem ich ein EKG ihm anklebe und somit auch eine kontinuierliche Überwachung während des Transports gewährleiste. Wunderbar. Der André ist ja mit dem Fahrrad um die Ecke gepirscht, reingestürzt. Ich wusste überhaupt nicht, was los war, war völlig überrascht. Gekriegt habe ich ihn erst, als er wieder rauskam aus dem Haus. Und da sagte er, es ist ein Unfall passiert, René ist im Krankenhaus. Er hat sich überschlagen und er hat irgendwas. Und ich musste hin, der braucht die Krankenkarte. Und ich muss auch wissen, auf welches Zimmer der kommt, weil der Krankenwagen kam, hat ihn jetzt abgeholt. Ich muss ins Krankenhaus, kannst ja nachkommen. Im St. Vinzenz Hospital übernimmt Dr. Konrad Marder den Verletzten. Hallo. Ist der René in den Schockraum eingeliefert worden, habe ich einen Routinecheck durchgenommen. Ich habe also zunächst geguckt, gibt es lokal am Hals Probleme, hat er einen Bluterguss im Bereich der Wirbelsäule. Ich muss einmal in die Augen leuchten, ja, das kann ein bisschen blenden. Ich habe die Augen ausgeleuchtet, ob dort Veränderungen in den Pupillen sind. Ich habe mir den ganzen Körper angeguckt. Dann habe ich die Röntgenaufnahmen veranlasst, weil man sonst eigentlich im Trüben schwimmt und nicht genau weiß, was verletzt sein kann. Die Röntgenaufnahmen erhärten den ersten Verdacht. Es sieht so aus, als sei die Wirbelsäule zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel tatsächlich gebrochen. Eine Operation scheint unumgänglich. Hey. Herr André, was passiert? Der René ist gestürzt, also auf unserer Strecke im Stadtwald. Hast du schon was gehört vom Arzt? Die erste Diagnose war, dass es eine Verletzung im Nackenbereich gibt, dass es wahrscheinlich ein Bruch ist eines Nackenwirbels. Und bei dieser Diagnose schoss mir zuerst die Querschnittslähmung durch den Kopf. Ich bin der Zwillingsbruder von René. Das ist interessant. Es gibt mal ganz selten im Bereich der Wirbelsäule solche Verwachsungs- oder Verwachsungsstörung, sodass wir glauben, dass wir das vielleicht mit einem Kontrollbild von Ihnen rausbekommen. Vielleicht kommen Sie einfach mal mit zum Röntgen. Kein Problem, ja? Können wir machen. Ja. Wir haben dann den Bruder tatsächlich. Der Vergleich der Röntgenbilder zeigt schließlich, dass bei den Zwillingen eine seltene Anlagestörung vorliegt. Sie sieht wie ein Bruch aus, ist aber nur eine harmlose Verwachsung der Knochen. Nachdem meine Kollegen, auch der Radiologe, auch die Spezialisten, die sich mit der Beurteilung dieser Röntgenbilder sehr gut auskennen und die Bilder zusammen diskutiert haben, konnte ich dann zu Bruder und Schwester hingehen und auch dem Bruder diese Anlagestörung erklären. Und ich bin sehr froh, dass sie erleichtert waren und dass ich ihnen diese gute Nachricht bringen konnte. Ja, René hatte durch den Unfall bedingt eine schwere Halswirbelstauchung mit begleitender Verletzung bzw. Zerrung der gesamten Halsmuskulatur. Eigentlich würde Dr. Marder lieber auf eine Halskrause verzichten, da sie die Muskeln schwächt. Aber in Renés Fall gibt es keinen anderen Weg. Wir haben es schon gehört, wir haben Entwarnung gegeben, wir haben jetzt eine spezielle Halskrawatte bestellt, die wir ihm jetzt anlegen. Und diese spezielle Halskrawatte ist maßgeschneidert und ist genau für seinen Kopf-Halsabstand ausgerichtet und passt ihm also sehr gut und behindert ihn nicht. Und deswegen haben wir die dann dafür eingesetzt. Ja, aber ich kann das hier noch ein bisschen René hat den Unfall gut überstanden. Inzwischen ist aus ihm ein richtiger Mountainbike-Profi geworden. Gemeinsam mit seinen Freunden hat er die Gruppe Dirt Flames gegründet, die für ihre spektakulären Sprünge bekannt ist. Was ich aus diesem Sturz gelernt habe, ist, dass ich mich also
nur noch mit Schutzkleidung an solche Sprünge heranwage, auch wenn ich normal fahre. Und dass man sich nicht unbedingt beweisen muss, auch wenn jetzt das bei den anderen so einfach aussieht. Man sollte auf jeden Fall sicher sein, dass man diese Technik beherrscht und nicht einfach drauf losfährt. Ein Glück, dass ich da herausgekommen bin. Ich denke, der Zwillingsbruder von René, André Kazikowski, sieht das genauso wie sein verunglückter Bruder. Sie sind vor einiger Zeit ja auch mit den Klickpedalen noch gefahren. Ja. Haben es dann aufgegeben aufgrund dieses Unfalls oder warum? Ja, aufgrund des Unfalls haben wir das aufgegeben, da wir festgestellt haben, dass die Verletzungsgefahr sich wesentlich erhöht, weil man an dem Rad festgebunden ist. Man halt in dem Moment, wo man Panik kriegt, kommt man nicht von dem Rad mehr frei und kann sich viel mehr verletzen als mit normalen Pedalen. Also mit irgendeiner Fußbewegung kann man das Ding nicht auslösen und ist damit frei vom Fahrrad? Man muss den Fuß seitlich rausdrehen, um von dem Rad freizukommen. Aber in dem Moment, wo man stürzt, da vergisst man das. Also da konzentriert sich eher auf was anderes, als auf die Technik aus dem Pedal zu kommen. Und dann ist es schon passiert. Jetzt sind Sie und Ihr Bruder ja Freaks. Und ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Mountainbikes zu fahren. Einmal auf relativ glatten Untergründen, wie auf Landstraßen oder vielleicht auch nur geschotterten oder gekiesten Feldwegen. Auf der anderen Seite gibt es halt die Waldwege. Gilt denn für alle diese Wegarten das eigengesetzte Verbot der Kickpedale? Nein, nur im Bereich, wo man springen will, Treppen fährt oder irgendwo große Absätze fährt, da kann man das nicht empfehlen, da man da vielleicht öfters den Fuß runternehmen muss. Wenn man jetzt auf der Straße fährt und will Leistung bringen, kann ich die Kickpedale auf jeden Fall immer noch empfehlen, damit man viel mehr Leistung bringen kann damit. Ein Fachmann spricht, André Kazikowski, schönen Gruß an Ihren Bruder, den René. Herzlichen Dank, dass Sie sich nochmal zur Verfügung gestellt haben, um uns aufzuklären, was es mit den Kickpedalen auf sich hat. Ich kläre Sie jetzt auf, wer bei unserer 1.000-Euro-Frage denn vielleicht die 1.000 Euro auch gewonnen hat. Voraussetzung war, Sie mussten unsere Frage richtig beantworten. Sie lautete, welche Blutgruppe gibt es nicht? Natürlich B, die Blutgruppe D, wie Dora, gibt es nicht. Der Name des Gewinners ist eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Legen Sie das Geld gut an, was immer Sie damit machen wollen. Ihnen eine gute Woche und passen Sie gut auf sich auf. Heute in Notruf. Wildwechsel. Eine Motorradfahrerin verunglückt schwer. Waldarbeit. Retter müssen eine Kettensäge aus dem Bein eines Verletzten lösen. Schnittverletzung. Ein 9-jähriger Junge droht zu verbluten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Notrufmagazins. Wir berichten wieder über dramatische Rettungsaktionen, haben auch andere spannende Themen vorbereitet. Und natürlich gibt es auch in dieser Ausgabe wieder die 1.000-Euro-Gewinnfrage. Dazu mal ein bisschen später. Dies hier ist ein Terrarium. Da sind Schlangen drin. Jetzt gibt es ja zwei Gruppen von Menschen. Die einen erstarren vor Angst, wenn sie nur das Wort Schlange hören. Die anderen finden diese bei uns doch relativ selten vorkommenden Kriechtiere sehr, sehr spannend. Dazu gehört auch Isabella Nieser. Allerdings sollte ihr das dann doch zum Verhängnis werden. Hier ist ihre Geschichte. Die Köln-Brandsperre in Kärnten. Die Wienerin Roswitha Fortelny, ihr Lebensgefährte Edgar Meser und ihre Tochter Isabella Nieser wollen hier eine Wanderung machen. Isabella ist an diesem Tag allerdings nur widerwillig mitgekommen. Also ich gehe überhaupt nicht gern wandern. Ich liege lieber am Meer. Meine Eltern haben halt gemeint, ob ich nicht mal mitfahren will, dass ich rauskomme aus dem alltäglichen Trott. Und man dachte, okay, das ist mal was anderes. Mach ich mal ein Foto. Schaut her, lacht. Das Wetter war echt super, es war heiß und schön langsam habe ich dann schon gefallen an dem ganzen Krieg. Und ein bisschen abgeschreckt hat es mich, wie der Edgar gemeint hat, wir müssen 3 Stunden gehen. Da habe ich schon gemurrt. Mal schauen, ob wir ihr Netz haben. Wofür? Na, zur Sicherheit. Welches der 3 Handys hast du jetzt wieder mit? Na, alle 3 natürlich. Ja, super. Also ich war schon vor 20 Jahren einmal hier oben und das war damals schon wunderschön und deshalb wollte ich gerne der Roswitha das zeigen und auch der Isabella. Also das Besondere an dieser Umgebung und dieser Gegend hier ist Natur pur. Es ist traumhaft einfach. Doch was viele Wanderer nicht wissen, im Nationalpark Hohe Tauern leben auch einige Schlangenarten. Die Mutti hat gemeint, wir sind gut im Schnitt und wir sind schneller als geplant. Und dann haben wir gedacht, okay, ist gut, eine Rast einzulegen. Ich halte eh nicht so viel aus. Und da haben wir dann einen Platz gefunden, wo wir uns hingesetzt haben. Was geht denn das eigentlich?
schauen wir ein bisschen, wie geht denn dann? Zudem ist das schön, wenn die Sonne scheint. Müsst ihr mal herkommen und schauen. Das ist ja von da auch. Au, eine Schlange! Was denn? Ich habe eine Schlange im Finger gebissen. Ah, ja, da. Gleich aussaugen und ausspucken. Es blutet. Du hast gleich aussaugen. Sag aus. Ja. Fest aussaugen und ausspucken, aber nicht schlucken. Ausspucken, fest ausspucken. Ich war momentan sehr erschrocken natürlich, wie ich gesehen habe, dass sie eine Schlange gebissen hat, weil ich mich mit Schlangen ja überhaupt nicht auskenne. Und es hätte ja Giftschlange sein können. Und Isabella hat aber gesagt, na, das ist ein Natter gewesen. Und so brauchen wir überhaupt keine Angst. Ist Besserung drin. Ich habe keine Schmerzen, das ist okay. Passt schon, können wir gehen. Mir ist das überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass das eine Giftschlange sein könnte. Und da ich sowieso nie Angst vor Schlangen gehabt habe, habe ich das auch gar nicht schlimm gefunden. Und ich wollte meiner Mutter eine Freude machen und die Wanderung nicht abbrechen. Der Finger schwillt schon an. Ja, eben. Es wird ja immer schlimmer. Nein. Ich glaube, aber es ja tut schon ein bisschen weh auch. Na du, aber was ist, wenn es eine Giftschlange war? Wir müssen umdrehen, glaube ich. Also ich hatte so ein ungutes Gefühl und wie ich gesehen habe, dass das immer mehr anschwillt, habe ich gesagt, nein, aus und habe bestimmt, wir gehen jetzt zurück. Das kommt nicht in Frage, dass wir noch weitergehen. Isabella! Kommt ja gar nicht mehr nach! Ich bin dann losgerannt. Ich bin immer schneller geworden. Und ich habe irgendwie die Rufe vom Edgar wahrgenommen, aber ich habe einfach nicht mehr reagiert. Dann ist Isabella immer hektischer geworden, ist immer weiter vorgelaufen und die Roswitha kann leider nicht so schnell. Mir ist so heiß, ich kann nicht mehr, ich muss mich ausziehen, bitte laufen. Und ich habe dann zu ihr gesagt, du, ich kann sie nicht aus den Augen lassen, ich kann sie nicht alleine laufen lassen, wenn ihr was passiert. Auf dem Rückweg habe ich von der Umgebung einfach nichts wahrgenommen, weil mir ist dann schon langsam schon schlecht geworden und irgendwie die Panik auch hochgekommen. Ich bin mir irgendwie allein vorgekommen, hilflos. Und für mich war einfach nur das Gefühl, der Weg endet nicht. Können Sie mir helfen? Ja, was ist denn passiert? Meine Tochter hat eine Schlange gebissen. Die, was sind da vorbeigelaufen? Ja, können Sie mir helfen? Ja. Was macht man denn da? Was ich gehört habe, halt die Umschläge und ruhig halten. Nachdem ich dann die Wanderin getroffen habe und die mir ein bisschen Auskunft geben hat können, was wir machen können, habe ich dann der Isabella nachgerufen, sie soll stehen bleiben und warten auf mich. Ich weiß, was wir tun können. Oh, das ist schrecklich, wie das schon wird. Ich weiß, was wir machen können. Zwar einen kühlen Verband. Also langsam habe ich mir dann doch große Sorgen um sie gemacht. Und die Reaktion, was da gekommen ist, war doch etwas ungewöhnlich. Mein gut Kind, wie geht's dir denn? Der Arm ist ja ganz angeschwollen. Man hat richtig gemerkt, im Inneren, sie war aufgewühlt. Sie hat eigentlich gar nicht mehr auf das gehört, was wir ihr gesagt haben. Jetzt hört aber die Rettung an, weil das ist ein Wahnsinn. Ich habe wirklich Angst um meine Tochter gehabt und habe mir das Schlimmste schon ausgemalt. Wie das schon angeschwollen ist. Ich muss ein Blackout gehabt haben. Warum habe ich nicht auf mein Handy gedacht? Ich habe ja auch das Prospekt vom Hotel Malta, vom Bergrestaurant eingesteckt, wo die Telefonnummer draufsteckt. Und dann habe ich dort um Hilfe gerufen. Ich habe Sie schon verstanden. Ich schicke Ihnen gleich jemand vorbei. Hans-Gerald! Beim Sperrenfuß ist eine Dame von einer Schlange gebissen worden. Können Sie bitte sofort hinunterfahren? Wo ist das? Beim Sperrenfuß unten, bitte. Ich arbeite seit 8 Jahren da oben am Berg. Und solche Fälle, dass Leute von Schlangen gebissen werden, so kommt schon öfters vor. Und so wie es heuer war, in besonderen heißen Sommer, passiert das natürlich öfters wie sonst. Ich habe dann sofort die Rettung alarmiert und uns eventuell einen Hubschrauber schicken. Jetzt bleib nur ruhig, jetzt kommt ja bald die Rettung. Komm, bleib ruhig, es wird ja bald. Die kommen ja bald. Was willst du machen? Was willst du? Lass mich doch aufstehen. Warum denn? Was denn? Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich muss weiter und habe mich dann losgerissen von den beiden und bin dann wieder den Weg weitergelaufen. Die fahren ja eh her zu uns, die holen dich ja eh ab. Die kommen und helfen. Vom Bergrestaurant bis zur Unfallstelle brauchten wir circa 7 Minuten. Was ist denn passiert? Es ist schwindelig. Und da ist sie uns schon ganz aufgeregt entgegengekommen. Aufgelöst, gerötet, fast die Augen weit offen und die Angst ist ihr im Gesicht gestanden. Sie ist von einer Schlange gebissen, wenn sie braucht schnell hin. Wir bringen sie fort zum Hubschrauberlandeplatz. Ungefähr 100 Meter. Okay, wir kommen dann gleich nach. Ja. Danke. Ich habe irrsinnig große Angst mit Isabella gehabt. Sie hat Probleme gehabt mit dir, die Zunge ist ja angeschwollen. Sie hat schon ständig gesagt, ich kann nicht mehr richtig atmen.
Am Landeplatz verschlechtert sich der Zustand von Isabella weiter. Aber ein Helikopter ist noch nicht in Sicht. Das warten wir lange. Dann habe ich mir gedacht, was ist, wenn der Hubschrauber nicht kommt? Was sollen wir machen? Ich habe Angst gehabt, dass sie erstickt. Schön ruhig atmen. Tut mir nicht so, ne? Ich habe es versucht, ihn zu beruhigen und habe gesagt, trink noch und bleib ruhig. Die Hilfe kommt ja bald. Die werden jeden Augenblick auftauchen. Nach einem 17-minütigen Flug landet der Rettungshubschrauber aus Lienz gegen 12.40 Uhr sicher im Maltertal. Der Zustand war in dieser Situation lebensbedrohlich. Es handelte sich um einen Schlangenbiss mit gleichzeitig auftretender schwerer allergischer Reaktion. Einen intravenösen Zugang, vor allem dann Volumen und Medikamente. Ja. Priorität in diesem Falle hatte die Sicherung des Atemweges, die Zufuhr von Sauerstoff und die Gabe von Adrenalin in dieser Situation ist sicher lebensnotwendig. Als ich das die ganze Zeit halt anschauen musste mit der Isabella, irgendwann einmal habe ich das nicht mehr geschafft. Ich habe eigentlich nicht mehr können. Ich bin dann in Tränen ausgebrochen und ja, der Edgar hat mich dann weggebracht. Die vermehrte körperliche Tätigkeit, sprich Laufen, sowie das Aussaugen der Wunde führte in diesem Falle zum Übertragen der Giftstoffe in den Schleimhautbereich der Mundhöhle und führte zu einem Anschwellen der Zunge. Also in dieser Situation haben wir sicher um das Leben der Patientin gekämpft. Wir haben ca. 75 Minuten gebraucht, um sie auf den kommenden Transport ideal vorzubereiten und sie in einen stabilen Zustand zu versetzen. Wir haben sie direkt ins Landeskrankenhaus Villach geflogen, weil dort nämlich ein Antiserum für diverse Schlangenbisse vorliegt und sie entsprechende Erfahrung auf diesem Gebiet haben. Eine wesentliche Entscheidung in der Behandlung war die Gabe des Gegengiftes, des Antiserums. Diese Antiseren werden von Tieren gewonnen. Sie werden zwar hoch gereinigt, haben aber trotzdem Fremdeiweißbestandteile in sich, die natürlich auch wieder schwerste allergische Reaktionen auslösen können, unter Umständen tödlich sein können. Und daher muss man sich sehr gut überlegen, ob man dieses Medikament gibt. Kreuzotter, Sandviper kommt in Frage. Auf 2000 Meter Höhe war die Bissstelle. Der Tippenkreuzotter. Ich denke, ich rufe Frau Happ an vom Reptilienzoo, die kann uns da sicher weiterhelfen. Wir werden im Reptilienzoo Happ häufig angerufen, wenn es um Giftschlangenbisse geht. Wir haben auch ein Serumdepot und helfen bei Notfällen aus. Vielen Dank, Anruf für einen Giftschlangenbiss. Danke. Bitte. Hallo? Ich habe dem Herrn Dr. Strasser gesagt, dass auf so einer Seehöhe, 2000 Meter Seehöhe, kann nur die giftige Kreuzotter vorkommen. Da gibt es keine Hornfieber, also keine andere Giftschlange. Trotz des Risikos für die Patientin wird schließlich das Antiserum injiziert. Als uns der Arzt gesagt hat, also sie haben alles für sie getan und wir können nur mehr abwarten und es liegt in höheren Händen, das war ein sehr großer Schock für mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir das ganze Leben von der Isabella vor Augen, wie ein Film vor Augen, durchlaufen. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich habe zum Beten angefangen. Eine Wirkung des Antiserums war sicherlich nach wenigen Stunden insofern zu beobachten, als man bereits mit der Entwöhnung von der Beatmungsmaschine beginnen konnte. Isabella konnte vollständig wiederhergestellt werden. Sie hat keine bleibenden Schäden davongetragen. Und normalerweise gehen diese Schlangenbisse mit Schlangen, die in unserer Gegend üblich sind, sehr glimpflich aus. Also wir erkennen ja. Also kurz danach habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, ich bin ein anderer Mensch. Irgendwie, ja, es hat sich alles in meinem Leben geändert. Nur man versucht irgendwie das Ganze zu verdrängen, man verarbeitet es nicht richtig und wird wieder zum normalen Menschen. Ich mag Schlangen, deswegen genauso, nur ich gehe ihnen wahrscheinlich mit mehr Respekt entgegen. Und jetzt ist sie hier bei uns, die Helga Happ, zusammen mit ihrem Mitarbeiter Andreas Schädel. Frau Happ, wie oft sind Sie denn schon gebissen worden von Schlangen? Ich bin 4-mal von Giftschlangen gebissen worden. Und Sie leben immer noch überraschenderweise? Ja, das Gift der heimischen Schlangen ist ja nicht tödlich. Aber es kann schon Folgen haben. Also das Gift der Kreuzotter und wie heißt die andere nochmal? Die Aspisviper. Und was für Folgen hat das, wenn ich davon gebissen werde?
Wenn Sie ein gesunder Mensch sind, dann werden Sie einen Schmerz spüren und Beschwerden haben, einen oder zwei Tage. Aber damit hat sich die Sache. Und wenn ich zum Beispiel allergisch bin? Wenn Sie allergisch sind, dann kann es lebensbedrohliche Folgen haben. Welche zum Beispiel? Sie können einen Kreislaufkollaps bekommen, Atembeschwerden, es schwillt Ihre Zunge an. Das heißt, es können durchaus schlimme Folgen auftreten. Da muss ganz schnell gespritzt werden. Antiserum heißt das, glaube ich, nicht? Ja, Schlangengift-Immunserum. Und zwar gibt es da ein besonders gutes, das kommt aus Stockholm und ist sehr teuer und leider in der Haltbarkeit auch begrenzt. Also kleine Kinder, alte Menschen sind gefährdet. Wann beißen eigentlich Schlangen und wie lang sind auch diese Giftzähne von diesen beiden? Es ist so, die Schlangen sind sehr scheue Tiere und beißen nur zur Verteidigung. Ein Verteidigungsbiss dient der Abwehr. Die Schlange gibt wenig Gift beim Verteidigungsbiss, weil sie braucht ihr Gift, um die Beute zu erlegen und um ihre Untersverdauungshilfe. Die Zähne der Giftschlangen sind verschieden lang. Eine kleine Schlange hat kurze Zähne. Die längsten Giftzähne in Mitteleuropa hat die Hornviper. Die werden bis zu 1 Zentimeter lang, bei der Kreuzotter circa 1,5 Zentimeter. Frau Happ, nun 1,5 Zentimeter, 1 Zentimeter die Zähne ist, glaube ich, wichtig, denn man muss ja das Schlangenserum aus dem Gift der Schlangen gewinnen. Wie funktioniert das denn? Die Schlangen werden gemolken und das Schlangengift wird dem Pferd oder dem Schaf injiziert. Das Tier bildet Antikörper. Die werden dann aus dem Blut herausgefiltert und daraus wird das Serum hergestellt. Wie werden Schlangen gemolken? Man öffnet den Mund und drückt die Zähne gegen eine Membran. Und durch den Druck tropft das Gift heraus. Das Gift ist farblos, geruchlos und geschmacklos. Die Schmutzfinken in Deutschland verbreiten sich in ungeahnter Zahl. Sowas wie hier, Dreck am Straßenrand, weggeworfener Müll, weggeworfenes Glas, Kippen, Hundekot, weggeworfener Sperrmüll und nicht nur am Straßenrand, auch im Landschaftsschutzgebiet. Ich wohne hier in einem Stadtteil von Köln. Die verehrten Nachbarn sind da auch ziemlich aktiv und man sollte den Finger draufhalten. Die Stadt Köln tut das vorbildhaft, hat einen Bußgeldkatalog herausgegeben und da heißt es zum Beispiel, zum Wegwerfen von Zigarettenkippen werden 15 Euro verlangt, Kaugummi 15 Euro, Fastfood-Verpackungen, Zigarettenschachteln, Flaschen, Dosen, Papier 25 Euro, Hundekot bis zu 250 Euro. Recht, so ist es. Ich habe selbst einen Hund, aber man kann die auch dorthin führen, wo man nicht reintritt. Und bis zu 1500 Euro Bußgeld für illegale Sperrmüllablagerungen, je nach Menge. Halten Sie den Finger drauf, sagen Sie den Schmutzfinken Bescheid, auch wenn es Ärger gibt. Mit Nachbarn, mit anderen Autofahrern, mit Spaziergängern im Wald, die einfach ihren Dreck wegwerfen. Und was passieren kann, wenn achtlos fortgeworfener Müll auf der Straße liegt, das zeigt die Geschichte von Christian Gerber. Christian Gerber ist 9 Jahre alt und besucht die 3. Klasse einer Stuttgarter Grundschule. Die Zeit nach der Schule verbringt er in einem Hort. Ich gehe in den Hort und dann tue ich ein Mittagessen und dann mache ich die Hausaufgaben. Wenn ich fertig bin, dann gehe ich in den Garten oder auf den Sportplatz und dann holt meine Mama mich ab oder ich gehe alleine nach Hause. Auch an diesem Tag führt ihn der rund 2 Kilometer lange Weg am Fanny-Leicht-Gymnasium vorbei. Um diese Uhrzeit haben einige Klassen bereits Schulschluss, auch die Klasse 6C. Keiner der Schüler kennt den Jungen, der wie so häufig für einen Moment am Eingang verharrt. Der Christian ist ein lieber, fantasiereicher Junge und ist aber manchmal auch verspielt. Und kann passieren, dass auf dem Weg von Grundschule zu Hort die Zeit vergisst, weil er auch andere Sachen entdeckt und sich auch sehr ablenken lässt. Dann habe ich Splitter gesehen von Sprudelflasche und dann wollte ich sie wegkicken, dass sich kein Auto in Platten macht. Ich habe mich nur erschrocken, weil das sieht man ja, das ist so schnell gegangen, dass ich gar nicht nachdenken kann. Und da ist so viel Blut rausgekommen, da war die ganze Haut verdeckt. Wir gingen dann die Straße runter, sahen Christian voller Blut. Da war dann auch so eine Frau und die hat es vermutlich gesehen, aber sie ist einfach weitergelaufen. Und das fanden wir halt eigentlich ganz doof, weil man muss immer dran denken, dass, wenn man selber da steht, die Hilfe man auch benötigt. Oh,
Scheiße, was ist hier los? Sieht schlimm aus, so. Die Wunde sah auch sehr ekelhaft aus. Man hat innen das Fleisch gesehen. Und wie das Blut so richtig pulsierend rausgespritzt ist. Ganz ruhig. Was ist passiert? Ich glaube, die Glasscherben gefallen. Da mussten wir halt schnell handeln, sonst verblutet er uns da noch. Und dann habe ich halt gesagt, dass wir den in die Schule bringen können, weil da haben wir ja einen Sanitätsdienst. Der könnte den dann weiter versorgen. Das sind ausgebildete Schüler. Die können vom Sekretariat angerufen werden. Wer geht in den Hort? Ich. Gut. Geh. Weiter. Komm, schnell, sonst verblutet. Ja. Ich habe schon gedacht, dass wir es vielleicht nicht schaffen würden, weil die Wunde war schon sehr tief. Er hat auf die Wunde geschaut und dachte ich, dass er spucken muss. Und dass der Körper dann nicht mehr richtig funktioniert hätte, weil er auch ein kleines Blackout hätte. Oh, und was ist denn passiert? Geh dir mal zur Seite, setzt du dich mal. Es war eine sehr, sehr stark blutende Wunde. Es blutete so stark, dass ich wirklich Angst bekommen habe, was mit dem Kind passieren könnte. Die Verantwortung war mir fast ein Stück weit zu groß. Ich rufe die Sannis an. Aua. Wo bleiben die denn? Ja? Silvia, ganz schnell ins Sekretariat. Ganz viel Blut, Schnittverletzung an der Hand. Danke. Ich muss ganz schnell ins Sekretariat. Okay. Es gibt Übungssituationen, da haben wir das schon etliche Male durchgeübt, was wir bei so einer Situation machen. Aber wenn es dann wirklich im realen Leben passiert, ist es ganz anders. Ich habe Mord Bescheid gesagt, der informiert deine Mutter. Oh, guck, deine Mutter wird Bescheid. Würdest du den Rettungswagen anrufen? Ja. Geht ihr mal raus, wenn der Rettungswagen kommt und zeigt denen den Weg? Ja, danke. Gymnasium, halt, guten Tag. Ich brauche dringend einen Krankenwagen in die Fanny-Leichtstraße 13. Zum einen hat man Einsätze mit Kindern nicht ganz so häufig wie mit Erwachsenen. Zum anderen ist aber auch der Druck für jeden Einzelnen größer, dass man Angst davor hat, irgendeinen Fehler zu machen. Fanny-Leicht-Gymnasium ist hier im Begriff. Ja, einen Stau werden wir ja keinen mehr haben. Aber da brauchen wir höchstens 5 Minuten. Wenn tatsächlich mal was passieren sollte, dann hätte das Kind eventuell einen Schaden sein Leben lang. Und das erhöht für uns den Druck natürlich um einiges. Und der Rettungswagen. Aua. Du sei ganz ruhig, das wird schon wieder. Was ist denn passiert? Ich bin in die Glasscherbe gefallen. Ja, also als ich reingekommen bin, sah es schon schlimm aus, weil alles halt voll mit Blut war und die Sekretärin noch aufgeregt war. Aua. Die Maßnahme, die sich anbietet, war ein Druckverband. Und ich habe ihn trotzdem gemacht, obwohl ich nicht sicher war, ob irgendwelche Glassplitter oder sonst was in der Wunde war. Eben weil der Junge sehr viel Blut schon verloren hatte und einfach die Blutung gestoppt werden musste. Das blutet so stark, ich hoffe, da ist kein Gefäß verletzt. Ich gehe mal kurz runter und hol die Tasche. Ist der Notarzt alarmiert? Ja, die sind unterwegs. Okay. Mir geht's so schlecht. Dann lehn dich an. Ja, ganz ruhig. Du, jetzt warst du aber auch tapfer. Was ist da oben? Der erste Druckverband hat die Blutung nicht gestoppt. Und da ich in der Situation nicht wusste, genau wie ich reagieren soll, wenn jetzt noch was Schlimmeres passiert, bin ich runter und habe meine 2 Mitschülerinnen geholt und die Notfalltasche, weil wir da mehr Material haben für den Notfall. An der Scherbe geschnitten, ja? Ja. Okay. Ist er auch mit dem Kopf irgendwie auf den Boden gefallen? Ich habe natürlich Angst gehabt, dass wir die Blutung nicht stoppen können und dass er ohnmächtig wird. Der psychische Druck in der Situation war sehr, sehr hoch. Es haben die Schulsanitäterinnen gesagt, es handelte sich um hellrotes Blut, das pulsierend austrat. Das lässt also die Vermutung auf diese arterielle Blutung hinlaufen. Und sie haben auch gleich vernünftig gehandelt. Sie haben einen Druckverband angelegt, um diese Blutung zu stoppen. Der zweite Druckverband, der hat dann letztendlich die Blutung dann auch zum Halten gebracht. Habt ihr gesehen, wie viel Blut das war? Es war so ungefähr eine große Tasse. Eine große Tasse, wirklich so viel? Wir haben die Kreislaufparameter sofort überprüft und konnten also feststellen, dass der Blutverlust doch recht groß gewesen sein muss. Der Blutdruck war recht niedrig.
Tut er sonst irgendwas weh außer der Hand? Wir haben ihn genau überwacht und haben ihn dann ins Olga-Krankenhaus gebracht. Das Olga-Krankenhaus in Stuttgart ist hier das Zentrum für die Kinderheilkunde und damit natürlich für solche Patienten optimal geeignet. Die ganze Zeit über tat er mir unheimlich leid, weil er war völlig von fremden Leuten umringt. Er kannte niemanden von uns. Seine Mutter war leider in dem Moment nicht erreichbar. Und es war völlig klar, dass wir ihn nicht alleine ins Krankenhaus schicken konnten. Die Situation mit Christian war schon ein psychischer Druck für uns. Und wir haben uns dann auch die Tage danach gefragt, weil wir als Schulsanitäter öfters vielleicht mal solchen Situationen ausgesetzt sind, ob wir dem gewachsen sind. Geh mal wieder rein. Ja, okay. Telefon, also Nummer vom Geschäft, hat nur Schule und Hort. Und da habe ich sofort gewusst, es ist etwas mit Christian passiert. Und habe ich Angst gekriegt, wie ein kleiner Schock. In einem Moment habe ich mir auch Vorwürfe gemacht, warum ich arbeiten musste in dieser Zeit. Habe mir gewünscht, Hausfrau zu sein. Ich wäre da, ich hätte ihn abholen können. Spürst du auch das hier am Zeigefinger? Sehr schön machst du das, ganz toll. Es zeigte sich bei der Voruntersuchung, dass es sich um eine starke spritzende Blutung handelte. Definitiv konnte nicht gesagt werden, ob begleitende Strukturen wie Nerven und Sehnen verletzt waren. Kann der seine Hand bewegen? Ich kann es Ihnen erst nach der Operation sagen. Bis später. Es wird schon wieder. Frau Doktor, schneiden Sie mir den Verband auf. Ein großer Ast der Schlagader, die speichenwärts liegt, zeigte eine massive Blutung, die für einen Jungen wie ihn schon bedrohlich, in einer gewissen Art bedrohlich war. Der ist ganz schön durchgeblutet. Als der Christian in den OP-Saal gegangen ist, hatte so Angst um ihn, dachte an sein blasses Gesicht, wie der da liegt, und macht mir Gedanken, ob der seine Hand vielleicht auch danach gesund hat, ob sie bewegen kann. Das hat mich sehr beunruhigt. 2 Stunden muss Sofa Gerber bangen, denn so lange dauert die komplizierte Operation. Dann endlich kommt die erlösende Nachricht. Also, es ist alles gut gelaufen, er kann hier seine Hand bewegen und er spürt alles. Also prima, gut gelaufen, ja? Weil der Christian ein lebhaftes Kind ist, habe ich auch immer die Angst, natürlich, dass ihm etwas passiert, dass er sich was verletzt. Und hoffe immer, dass er so einen Schutzengel hat. Wenn ich heute an der Unfallstelle vorbeigehe, dann erinnere ich mich, wie schlimm das war. Und dann, wo die mir die Kinder geholfen haben und mich ins Gymnasium gebracht haben. Und für mich ist eines klar, wenn jemand anderem sowas passieren würde wie mir, dann würde ich ihm auch helfen. Und wie geht's deiner Hand? Gut. Alles gut verhalten? Besser aus. Mhm. Ja. Du meinst immer nur das Glaszeug. Ja, stimmt. Ich muss mal weggeräumt werden. Naja, komm, ich geh mal in die Genau. Ein toller Zusammenhalt zwischen den Kindern, das wünscht man sich manchmal auch unter Erwachsenen. Und wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Sie sehen vielleicht da hinten den Hirschbullen mit den beiden Hirschkühen. Es sind 2 traurige Zahlen. Etwa 30 Menschen kommen auf deutsche Straßen nach dem Zusammenprall mit Wildtieren pro Jahr ums Leben, so die statistischen Zahlen des Bundesamtes in Wiesbaden. Und bei diesen Zusammenstößen werden darüber hinaus mehr als 170.000 Wildtiere getötet. Eine besonders große Gefahr in letzter Zeit ist die immense Zunahme der Waschbären bei uns in Deutschland. Ich habe 2 große Leidenschaften, meine Pferde und meine Hunde. Und die 2. Leidenschaft, Motorradfahren. Ich bin von Beruf Röntgenassistentin und arbeite in einem Berliner Krankenhaus. Ich bin im Schichtdienst tätig. Gerade wenn ich Nachtdienst habe und ich um 22.30 Uhr anfangen muss zu arbeiten, dann fällt mir das schon schwer, zu Hause loszugehen, wenn mein Freund vor einem gemütlichen Fernseher sitzt. So viel vorschlafen kann man ja doch nicht, dass man die ganze Nacht über hellwach bleibt. Und der Lebensrhythmus ist dann schon durcheinander. Denk an mich, dass ich das schon arbeiten gehe. Ciao, ciao. Mein täglicher Arbeitsweg beträgt 32 Kilometer.
Ich fahre auch wirklich sehr defensiv, damit ich halt gesund bleibe. Weil ich als Motorradfahrerin immer den Kürzeren ziehen würde. Da ich im Krankenhaus tätig bin, sehe ich tagtäglich, was passiert. Auf der Fahrt zu meinem Dienst denke ich oft drüber nach, ob schlimme Verkehrsunfälle passieren werden, um die ich mich kümmern muss. Oder ob die Nacht ruhig verläuft. Ich weiß noch, ich habe den Nebel gesehen, der da ab und zu nachts aufsteigt und Glitzern der Augen von den Tieren im Dunkeln. Danach kann ich mich an nichts erinnern. Die Landstraße ist in dieser Nacht kaum befahren. Hilfe ist zunächst nicht in Sicht. Erst eine Viertelstunde später wird Katrin Michalke entdeckt. Ich bin die Landstraße zum ersten Mal gefahren und kannte mich da auch überhaupt nicht aus. Die Passanten, die da standen, waren total hilflos. Also einer hatte ein Warndreieck aufgestellt. Als ich mich dann runtergebeugt habe, habe ich überhaupt erst gesehen, ja, es war eine Frau. Und in dem Visier war ein bisschen Blut zu sehen, habe versucht, sie anzusprechen, habe gesehen, also es gibt ganz schwache Reaktionen nur. Wir haben kein Handy. Ich war der Einzige, der ein Handy dabei hatte. Motorradfahrerin ist im Moment nicht ansprechbar und blutet. Also wäre schön, wenn schnell jemand kommen könnte. Danke. Der Blick war japanisch. Es waren sehr weit aufgerissene Augen. Ich glaube schon, dass sie Angst hatte. Sie hat die ganze Zeit meine Hand ganz festgehalten, aber ich ihre auch, weil sie auch spüren sollte, dass jemand da ist, der sich um sie kümmert. Den anderen auch? Mein großes Glück war, dass ich früher mal im Krankenhaus gearbeitet hatte und dadurch einfach so ein paar Grundbegriffe auch wusste, worauf man achten muss. Ist der Kreislauf stabil? Ist die Atmung frei? Die örtliche Polizei ist schnell zur Stelle, aber der Rettungswagen lässt auf sich warten. Die Feuerwehr ist eigentlich nicht weiter als 2-3 Kilometer entfernt. Es war mir daher unbegreiflich, also warum es überhaupt so lange dauert, dass die Feuerwehr kommt. Erst eine halbe Stunde nach der Alarmierung erreicht ein RTW der Berliner Feuerwehr den Unfallort. Ja, das Problem war eben halt gewesen, dass wir diesen Einsatz genau in einem ehemaligen Grenzgebiet hatten, wo man mit dem Handy entweder in Potsdam oder in Berlin ankommt und dadurch die Fahrzeuge eben halt mit Verzögerung alarmiert wurden. Können Sie die auch bewegen? Der Kreislauf, nachdem wir unseren Check gemacht hatten, war instabil gewesen. Das heißt, es musste unbedingt ein Zugang gelegt werden und eine Infusion angeschlossen werden. Wenige Minuten später ist auch der Notarzt aus dem Vivantes-Klinikum Spandau zur Stelle. Also beim Motorradfahren gibt es Sachen, auf die man speziell achten muss. Die sind natürlich mit allen Körperteilen schweren Verletzungsmustern ausgesetzt. Je nachdem, wie die auftreffen, können die sowohl Halswirbelverletzungen haben, also Schädelverletzungen, als auch in allen Extremitäten Verletzungen. Alle Sachen sind möglich da. Ich leuchte mal Ihre Augen, nicht erschrecken. Das geht gut. Der Ersthelfer muss auf jeden Fall natürlich zu Anfang sich einen Überblick darüber verschaffen, ob der Patient atmet oder nicht. Wenn er offensichtlich einen Atemstillstand hat, dann müsste man in jedem Fall ja den Helm abnehmen, weil man den nicht beatmen könnte mit Helm. Aber prinzipiell ist das eigentlich für den Ersthelfer nicht vorgesehen, dass er den Helm abnimmt, weil er nicht sicherstellen kann, dass die Halswirbelsäule nicht beschädigt ist und durch das Abnehmen des Helms es zu einer Überstreckung kommt und dadurch möglicherweise noch stärkere Schädigungen ausgelöst werden. Als sie dann abtransportiert wurde, ist natürlich immer die Frage offen, was ist jetzt mit demjenigen, wie schlimm sind tatsächlich die Verletzungen oder wie wird sie jetzt die nächsten Tage überstehen? Die Polizei teilt mir mit, dass Katrin mit dem Motorrad verunglückt ist und das
lag nur noch das Motorrad auf der Straße. Und da war ich natürlich beängstigt. Also die Polizisten haben mir gleich erzählt, dass das ein Wildunfall gewesen sein muss. Ich war natürlich sehr besorgt und habe mich, nachdem ich erfahren habe, dass sie im Klinikum Spandau ist, mich sofort auf den Weg gemacht und bin sofort ins Klinikum gefahren. Das Verletzungsmuster selbst sah nicht sehr bedrohlich aus. Ein paar Schürfungen. Allerdings, Katrin hat ein erhebliches Erinnerungsdefizit, war letztlich nicht völlig klar in ihren Aussagen. Das dann sofort eingeleitete Schädel-CT zeigte dann, dass eine therapiebedürftige Blutung sich nicht darstellt. Allerdings hatten wir hinter dem linken Auge eine Verschattung festgestellt. Wir hatten zunächst den Verdacht auf einen Tumor, der durch diese Untersuchung jetzt ans Tageslicht trat. Die Verletzungen sind harmlos. Wir werden sie aber hier behalten zur Beobachtung. Wo, was ist denn passiert? Wo ist mein Motorrad? Das ist mit dem Motorrad ein Wildunfall. Das Erste, woran ich mich erinnern kann, war, dass ich immer nur gedacht habe, wann wache ich aus diesem Traum auf? Wann wache ich auf? Aber es war kein Traum, es war die Wirklichkeit. Das wirklich Beunruhigende war, dass auf den CT-Bildern ein Tumorschatten in meinem Auge festgestellt worden ist. Und habe gehofft, wenn ich schon so viel Glück gehabt habe bei dem Unfall, dann darf das jetzt mit dem Nebenbefund auch nicht wahr sein. Schattung hinter dem Auge gibt. Das war schon ein Riesenschock. Also meine Ängste waren sicherlich vielleicht auch ein bisschen übersensibel, weil Jahre davor meine Frau auch völlig unerwartet an einem Tumor gestorben ist. Und dachte ich, um Gottes Willen, nicht nochmal. Trotz des Befundes ist Katrin Michalke kurz darauf wieder im Dienst. Sie hofft nun, dass eine weitere Untersuchung positiv ausfällt. Da ich selber Röntgenassistentin bin, weiß ich, es kommt immer wieder mal vor, dass man bei verunfallten Patienten, den man nur schnell auf die Matratze gelegt hat, Dinge auf dem Röntgenbild sieht, die da nicht hingehören. Die da einfach dann später, wenn man diese Aufnahme wiederholt, unter normalen Bedingungen nicht mehr vorhanden sind. Zur Absicherung des Befundes wurde ein MRT von mir gemacht. Und in diesem Befund wurde Gott sei Dank kein Schatten im Auge gefunden. Ich habe mich bei meinem Ersthelfer telefonisch bedankt. Da mir jegliche Erinnerungen an den Unfall fehlen, war ich sehr froh, dass ich mit jemandem sprechen konnte, der mir gesagt hat, was passiert ist, wie ich reagiert habe. Wenn ich jetzt auf ähnlichen Straßen langfahre, denke ich oft, es kann jederzeit ein Tier auf die Straße rennen. Ich kann es nicht verhindern, aber passieren kann es jederzeit. Katrin Michalke hat richtig reagiert. Sie ist vom Gas runter. Viele sehen diese Warnschilder auf Wildwechsel, wissen gar nicht, was sie tun sollen. Was soll man denn tun? Frage an Udo Kunze, Forstamtsrat der Stadt Köln und Leiter der rechtsrheinischen Forste und Wälder hier in der Domstadt. Was tut man denn, Herr Kunze? Ja, wichtig ist, dass man erstmal die Geschwindigkeit herunternimmt, dass man bremsbereit ist. Denn es ist ganz klar, wo der Wildwechsel angezeigt ist, da kommt auch was rüber. Also die Schilder stehen nicht nur einfach so da. Nun kommt das Wild ja manchmal sehr überraschend aus dem Dickicht, aus dem Wald. Soll ich eine Vollbremsung machen oder wie verhalte ich mich? Ausweichen? Auf keinen Fall. Es ist wichtig, dass man zwar bremst, aber immer den hinteren Verkehr im Auge hat, sonst fährt einer hinten drauf. Auf der anderen Seite sollte man auch nicht ausweichen, denn dann ist die Gefahr, dass man ins Schleudern kommt und sich selbst verletzt. Man sollte also so weiterfahren. Vor kurzem haben wir in Berlin gedreht, im Tegeler Forst, und hat eine ganze Wildschweinrotte dann unseren Weg gekreuzt. Und dann kamen noch so ein paar Tiere hinterher. Genau das ist die Gefahr. Wenn die Rotte kommt, wenn überhaupt ein Stück Wild kommt, kann es immer wieder sein, dass noch was nachkommt. Und bei Wildschweinen ist das natürlich ganz klar. Da kommt die ganze Rotte nach. Und die Bache, die passt auf. Wer ist die Bache? Die Bache ist die Mutter, beziehungsweise das Leitwildschwein. Und diese Bache, die läuft her, aber sie weiß ja nicht, dass in ein paar Sekunden erst die anderen kommen. Und schon ist man hinten aufgefahren auf die Rotte, die hinterher folgt. Herr Kunze, was tue ich denn, wenn es dann passiert ist? Es ist ja nicht auszuschließen. Wichtig ist, dass man sofort versucht, die Polizei, die Feuerwehr oder eben den Förster zu erreichen. Wichtig ist eben, dass auch dann der Förster und die Feuerwehr angerufen werden, wenn das Stück Wild weggelaufen ist. Denn es kann verletzt sein
Und dann muss ich es natürlich nachsuchen. Und dazu habe ich natürlich meinen Jagdhund, der also ausgebildet ist und die Nachsuche dann durchführt und ich eventuell das Tier erlösen muss. Herr Kunze, herzlichen Dank. Und ich wünsche Ihrem Jagdhund ganz wenig Arbeit, zumindest in diesem Fall, über den wir gerade gesprochen haben. Und wir kommen jetzt zu unserer 1.000-Euro-Gewinnfrage. Da geht es natürlich auch um den Autoverkehr und genau um dieses Thema. Allerdings kann nur gewinnen, wer mitmacht. Also schnell dann die Telefonnummer sich notieren und mitmachen, zum Telefon greifen. Und nur dann haben Sie eine Chance, die 1.000 Euro auch zu gewinnen. Und unsere Frage, die lautet heute: Mit welchen Gefahren müssen Autofahrer in der kaltnassen Jahreszeit rechnen? A. Mit Nebel und Glatteis. B. Mit Pollen, Flug und Waldbränden. Wählen Sie 01379 70 70 30, und mit etwas Glück gewinnt einer von Ihnen die 1.000 Euro. Und wir sehen uns gleich wieder. Als Comicfigur sieht man die Welt von Magenta TV nochmal mit ganz neuen Augen. Vor allem jetzt.